Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. In diesem Jahr kommen meine herzlichen Ostergrüße nicht aus dem Ostergottesdienst in einer Kirche, sondern sie kommen von zu Hause in Schwerin. Gerade jetzt sind wir miteinander verbunden in Gedanken und in Gebeten. Und gerade jetzt sind wir in Sorgen und in Not füreinander da. Denn Gottes schöpferische Liebe schenkt uns an Ostern neues Leben, neue Kraft und neue Hoffnung. Seine Liebe ist stärker als unsere Angst. Sie ist stärker als der Tod. Darum, Schwestern und Brüder, nah und fern, lasst uns miteinander verbunden und füreinander da sein. Schwestern und Brüdern, seid gesegnet, seid gestärkt, seid behütet von Gottes Liebe. Frohe und gesegnete Ostern. Dear brothers and sisters, liebe Brüder und Schwestern, in diesen gerade für gute Beziehungen schwierigen Zeiten senden wir Ihnen Segenswünsche zum Osterfest aus der lutherischen Familie in den Niederlanden. Seien Sie gesegnet in diesen Tagen im Licht jener Osterbotschaft, die niemals anders als durch Tränen hindurch gehört werden konnte. Gottes Segen wünsche ich Ihnen. Hi, greetings. This is Trini Michelle from Bequistift in Sweden. And I would just like to wish you all a joyful Easter celebration with love in your hearts during these times. God bless you and your loved ones, and take care out there. We wish you a holy and blessed week. In this time of COVID-19, we are all united together as one, and we are all expecting our Lord's grace and mercy to overcome this virus. May the Lord bless you. Thank you so much. Ich grüße Sie aus der Diocese of Ely, aus meinem Garten. Ich grüße Sie in einer Verbundenheit, die wir heute mehr denn je in schwierigen Zeiten wieder neu entdecken. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest. Entsetzt euch nicht. Er sucht Jesus von Nazareth, den gekreuzigt. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Napijete. Nazareth Jesus keresite. Akit megfecitettek. Felvannak. Nincsen. Frohe Oster. Áldott húsvét ünnepe. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir wünschen, dass über die christliche Liebe, das Vergeben und unterschiedliche Dienste es den Menschen bewusst wird, dass Christus die Auferstehung und das Leben ist. Argentina, y en estas Pascuas tan diferentes, quizás Dios nos esté llamando a un encuentro más personal, más íntimo, más profundo, donde podamos renovar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y cuando nos volvamos a encontrar otra vez en comunidad, lo hagamos de una forma totalmente transformada y la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones. Möge der gütige Gott, der seinen Sohn aus den Toten erwachen ließ, unser Leben mit all seinen Aspekten wieder aufflammen lassen und die gesamte Nordkirche segnen. Hoffen wir, dass die jetzt wieder gezogenen Grenzen zwischen unseren Ländern in Europa abermals bedeutungslos werden, so wie der Tod keine Grenze des Lebens ist. Per crucem ad lucem. Durch das Kreuz zum Licht. After Corona, we should join together, reflect upon building a new world order. So may this Easter with closed churches our churches without people bring hope to the newer world with a new world order with justice and equality. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich heiße Anne Burkhardt und schicke Ihnen ganz herzliche Grüße und Segenswünsche zum Osterfest aus der estnischen evangelisch-lutherischen Kirche. Möge der Segen des Auferstandenen mit euch sein, euch Mut geben und Freude schenken. Minister Tutulas Deus Mispurita Ile Grigile. Please pray for those people in need. Prayer and meditation holding each other in our thoughts and spirituality is the need of the hour. Physically apart, we can still be in unity in Christ, even stronger than ever before. Using the
technology available to us. We in JLC want to assure you of our deepest prayer for your good health and pray to God to give you the courage and strength to face and encounter the biggest challenges of our time. May God give you peace and may God bless all of you. Forever. The vision of a new world, a new beginning, new life was within reach. And now, how long will it last? How long will we have to stay inside, stay on our own, missing each other so much? But we can trust it will pass by, although the pain of what we're going through now will never leave us. A new world lies ahead of us. We will always dream the dream of our Creator, an earth covered with peace. And in that view, I wish you all, dear friends, a blessed Easter. Gesegnete Ostern. In Namen der Partnerdiözese Pommern-Großpolen, Ihrer Leitung und aller Gemeinden wünschen wir Ihnen, wünschen wir euch, gesegnete Osterzeit. Christus ist auferstanden. Er ist für uns wahrhaftig auferstanden und nichts kann das ändern. Versorgt Gott. Halleluja! God of love and hope. You made the world and care for all creation, and yet the world seems a strange place right now. The news is so full of stories about coronavirus. Some people are worried that they might get ill, or are anxious about family, friends, or colleagues. Be with them and help them to find peace. We pray for doctors, nurses, and all who work in hospitals or research laboratories, seeking to find new ways to bring healing and help. Thank you that even in these anxious times, you are always with us, you never leave us. Help us to put our trust in you and keep us safe. Amen. I wish you a holy and blessed Easter. Thank you. Bye-bye.